Am 29. Oktober trafen sich Günter Schabowski und Walter Mompert, damals regierender Bürgermeister, im damaligen Palasthotel in Ost-Berlin, das heißt das heutige Radisson Hotel an der Spree. Und wurde über viel geredet und am Ende dieses Gesprächs, wiederum ganz beiläufig, wie dann auch später in der Pressekonferenz, sagt Schabowski zu Mompert: Und im Übrigen werden wir bis Weihnachten Reisefreiheit geben. Mompa fährt mit seinem Senatskanzleichef Schröder und mit seinem Pressesprecher Werner Kolloff, heute arbeitet er für die Saarbrücker Zeitung, damals Pressesprecher des Senats, fahren zurück, haben sofort begriffen, was das bedeutet. Ja, er sagt, warum Weihnachten? Weil die DDR-Bürger einen Pass brauchten, dauerte 6 Wochen, 29. Oktober, 6 Wochen bis über 10. Dezember. So, und dann kommen sie dahin und dann hat Schabowski auch natürlich gesagt, ja, wir haben aber kein Geld, müssen wir irgendwas machen. Was nützt das, wenn sie mehr reisen können, haben kein Geld. Und dann schrieb Walter Mompert eben diesen Brief an den Bundeskanzler, hat ihn informiert und hat gesagt, aber da gibt es eventuell ein Devisenproblem. Gut, Mompert, Kolloff, Schröder sind sich einig, wir müssen das sofort anfangen, weil Schabowski gesagt hat, ich rufe dann an, wenn es soweit ist. Und zwar 2 Wochen vorher. Und haben dann noch am 30., einen Tag später, eine Reisegruppe gebildet, Reisegruppe Reisen. Chef war der Staatssekretär Rommerskirchen, Jörg Rommerskirchen und Werner Kolloff, der Senatssprecher. Und Jörg Rommerskirchen wiederum war ein alter Freund von mir. Der war nämlich, als ich Schifffahrtsredakteur war in Hamburg, ja, es gibt so Zufälle im Leben, ja, war der Chef des Amtes für Hafen im Senat von Hamburg. Mit dem hatte ich jeden Tag zu tun, nur als Schifffahrtsredakteur. Und nun war der hier Staatssekretär und außerdem noch Chef der Arbeitsgruppe Reisen. Der rief mich dann an und sagt, pass auf, hier bewegt sich was, ja, bleibe in Alarmstimmung. So, und dann haben wir fast jeden Tag telefoniert und haben gesagt, was tut sich, fällt die Mauer? Er sagte, nee, wissen wir nicht. Wir erwarten nur mehr Leute, das heißt, da werden mehr Löcher in die Mauer gemacht. Aber sonst wird sich nicht viel ändern. Das war die Sprachregelung, also war nichts. Und der Berliner Senat, Werner Kolloff als Senatssprecher, hat auch 2 Pressekonferenzen gemacht in West-Berlin. Das hat auch die West-Berliner Journalisten nicht besonders aufgeregt. Ja, weil es sagte, okay, dann kommen eben mehr Leute. Aber man hatte einen Plan gemacht. Schabowski sagt, es kommen 300.000 zu Weihnachten. Und die Arbeitsgruppe ist von 500.000 ausgegangen. Das heißt, wenn 500.000 Leute kommen, was bedeutet das? Wir müssen BVG zusätzlich verstärken. Wir müssen sehen, dass 500.000 ihr Geld kriegen. Also neben den Banken und den Ausgabestellen muss die Feuerwehr, jede öffentliche Institution muss Geld ausgeben können. Ja, wir müssen Vorkehrungen treffen, wenn Kinder verloren gehen. Wir müssen Vorkehrungen treffen, wenn jemand krank wird oder einen Unfall hat. Das heißt, alle diese Dinge waren am 9. November fertig. Das erklärt, warum in der Nacht das auch alles so gut funktioniert hat. Und das war aber eigentlich nicht für den 9. November vorgesehen, weil Herr Schabowski gesagt hatte, das kommt irgendwann. Deswegen sind wir Journalisten auch nicht gerade an die Decke gesprungen, weil es immer hieß, wir wissen nicht, wann das passiert. Aber es passiert irgendwann jetzt zwischen 30. Oktober und 24. Dezember. Irgendwann, jeden Tag. Der ruft an, völlig klar. Also habe ich auch immer angerufen. Ich sage, hat er angerufen? Passiert das? Nee, passiert nicht. Und dann rief Jörg Rommerskirchen am 8. an und sagte, da steht auf der Tagung, auf der Tagesordnung der Tagung des Zentralkomitees am 9. und 10. Also seh zu, dass du hier bist. Ja, irgendwas passiert da, wissen aber nicht was. Und dann bin ich eben am 9. hierher gefahren. Aber Ihr Chef wollte Sie nicht gleich gehen lassen. Der sagte, was willst du denn da, passiert doch sowieso nichts. Ja, wenn die Mauer fällt, dann ist das die große Geschichte. Ja, was ja übrigens alle Chefredakteure gesagt haben, was ist denn das, wenn die da drei neue Grenzübergänge machen? Das bedeutet ja nichts, die Mauer bleibt ja stehen. Ja? Und das, was sich denn in der Nacht passierte, konnte ja keiner ahnen. Ja? So, das heißt, die normale Reiseregelung hätte ja keinen vom Hocker gehauen. Da hätte man gesagt, okay, hast einen Pass, kannst du reisen. Da hätte man gesagt, oh Gott im Himmel, Weihnachten kommen die alle hierher und dann fahren sie alle wieder zurück. Ja? Das Entscheidende am 9. November war ja, dass die Mauer gestürmt und beseitigt wurde. Das war aber im Rahmen dieser Gespräche gar nicht vorgesehen. Ja, sodass da eigentlich Knüller fehlte. Aber geahnt hat man, dass da was passiert. Ja,
Und das war auch der Punkt, wo ich gesagt habe, und der Chefredakteur dann gesagt hat, hau bloß ab, fahr los, fahr los.